Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu einer neuen Runde Aktien Roundup. Heute nach spannenden Zahlen, die wir gestern erhalten haben und einem sehr positiven Marktumfeld. Man sieht es ganz unten. Nvidia hat teilweise Euphorie ausgelöst. Es kommt noch durch einen oder anderen Zahlenpunkt, aber man kann ganz gut sagen, die Zahlen haben zumindest den Markt gestärkt, unterstützt und wir sehen es oben unten. Wir haben neue Allzeithochs zumindest im DAX. Wir haben Hochs wieder im Nasdaq, Dow Jones, also alles zeigt nach oben, alles zeigt auf oder deutet auf grün. Das soll heute aber weniger das Thema sein, denn wir wollen uns tatsächlich heute mit dem Thema oder der Aktie von Adidas beschäftigen. Chiphersteller kommen bald wieder dran. Wir gucken heute mal so auf das klassische Konsumgeschäft und wir gucken uns vor allem Adidas aus zwei Gründen an. Und bevor wir gleich starten und uns mal ganz kurz durch die Geschichte von Adidas bewegen, mal ein kurzer Blick tatsächlich auf das Unternehmen und auf den Kurs des Unternehmens. Ich habe es hier an der Stelle gerade mal mitgebracht. Man sieht ganz gut, wie sich die Aktie in so einer etwas größeren Wellenform zuletzt entwickelt hat. Wenn man mal ein bisschen weiter zurückgeht und so in die Region um 2016, 2014 zurückgeht, dann sieht man tatsächlich, dass wir zuletzt Ende des letzten Jahres, also zum November, als wir überall ziemlich viele Tiefs erreicht haben, auch bei Adidas ein Tief erreicht haben, was sich gestützt hat auf einem relativ starken Widerstand, den wir gesehen haben, wie gesagt, 2013 bis jetzt hier auch 2015. Danach hat sich die Aktie sehr, sehr positiv entwickelt, ist deutlich nach oben gelaufen. Das Corona-Tief sieht man hier tatsächlich auch noch ziemlich deutlich. Es gab dann auch wieder einen Anstieg, eine Euphorie. Die Sportartikelhersteller haben ein bisschen stärker drunter gelitten, auch unter Lockdowns gelitten und weniger Aufschwung gehabt als vielleicht andere E-Commerce- oder Konsum-Aktien. Was hat das Ganze befeuert? Ja, man kann sagen, etwas Euphorie, dass viele Leute wieder zu Hause Sport machen mussten oder wollten, also sich neues Equipment zugelegt haben. Wir haben eine ähnliche Situation auch bei Nike gesehen. Danach ist die Aktie aber in einen deutlichen Sinkflug gegangen. Und ja, woran liegt das? Wir kommen später dazu, aber es gab ja lange Zeit eine Kooperation zwischen Adidas und Kanye West. Wer ihn nicht kennt, ein amerikanischer Rapper und Unternehmer, kann man sagen. Und dieser Herr hat ja seine Kooperation nach langer Zeit beendet. Es war eine sehr erfolgreiche Kooperation. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass Adidas natürlich neben anderen Faktoren wie einem schlechten Geschäft auch in China in so einen Abwärtstrend gerutscht ist. Und auf sein ja, diese langjährige Unterstützungslinie hier zurückgefallen ist. Seitdem befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend. Man muss aber sagen, es ist noch ordentlich was an Puffer zu sehen. Wir machen später nochmal eine etwas tiefere Analyse. Ich gebe aber einen ganz kurzen Ausblick mal. Denn man kann es ganz gut sehen, nach diesem 70% Abfall, den wir hier gesehen haben, ja, befinden wir uns jetzt insbesondere an der Stelle rund um ja, so die 190-Euro-Marke und auch diese ja, 220-Euro auf einer sehr, sehr spannenden charttechnischen Unterstützung und Widerstandsebene, wo gegebenenfalls ja, sich mal ein genauerer Blick lohnt. Das aber zum Ende. Wir fangen vorher nochmal ganz vorne an und starten mit einem kurzen Blick auf die Geschichte von Adidas. Einfach zum Verständnis, um mal zu verstehen, wo kommt das Unternehmen eigentlich her, was macht das Unternehmen aus und wie baut sich eigentlich das Unternehmen auch in Zukunft vielleicht weiter aus. Man kann ganz klar sagen, das Unternehmen ist eines der ältesten Unternehmen, die wir so in der deutschen Historie haben. Es ist noch kein absolutes Urgestein von über 100 Jahren, aber es ist tatsächlich ein Unternehmen, was 1922 gegründet wurde, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, was wurde hier gemacht? Das Ganze hieß am Anfang Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Und die Gebrüder Dassler Schuhfabrik macht das, was auch im Namen schon steht, Schuhe, aber halt mit der Besonderheit, dass es sich wirklich um Sportschuhe handelt. Das Ganze hat angefangen in der Waschküche, kann man sagen. Es gab dann so eine improvisierte Werkstatt und man hat wirklich angefangen, Schuhe für Sportler, für Läufer, für Fußballer herzustellen. Das war gar nicht mal so ja, forciert in der damaligen Zeit. Viele haben einfach ihr eines Paar Schuhe genommen, ihre Sportschuhe genommen oder ihre normalen Schuhe auch als Sportschuhe
Und jetzt hat man wirklich in dieser Waschküche angefangen, ja, Schuhe zu produzieren und zu entwickeln und hatte auch damit sehr schnell Erfolge. Man sieht es hier in diesem Bild. Lina Radke war es damals und die hat bei den Olympischen Spielen 1928 Schuhe von Adidas getragen. Man sieht es hier so ungefähr, hat noch nicht den Schliff von heute, aber man sieht, es geht in eine Richtung eines Sportschuhs. Und ja, sie hat damit Gold geholt. Und das hat so den ersten Bekanntheitsboost auch gegeben dann für die Aktie von Adidas. Es gab dann den ersten großen Trend auch, dass man wirklich diese Sportschuhe genommen hat und dort auch diese abschraubbaren Kuppen hatte für Fußballer. Das sieht man ganz gut in diesem Bild. Also es gab diese Noppen, die man unten anschrauben konnte. Und das war schon eine Innovation, weil man hatte halt viel besseren Halt. Man konnte außergewöhnlich leicht damit eigentlich auf dem Platz agieren und tatsächlich hatte man auch einen Schuh, den man abseits nutzen konnte von dem klassischen Rasenballsport. Ja, also die erste Zeit war von Erfolg geprägt, muss man sagen, bis es auch relativ schnell dann, muss man sagen, zu Unstimmigkeiten kam. Es gab zwar einen Erfolg, aber die Brüder hatten dann doch internen Zwist, interne Uneinigkeiten. Das hat dazu geführt, ja, dass man sich getrennt hat in zwei verschiedene Unternehmen, in zwei Unternehmen, die heute immer noch große, große Konkurrenten sind. Zum einen in Adidas und das, was später halt auch Puma wurde. Es gab zwar so eine Vorlaufzeit, aber prinzipiell muss man sagen, haben beide von relativ vorne nach dieser Zeit angefangen, haben ihre Unternehmen separat aufgebaut und waren über Jahre auch große Konkurrenten zueinander. Adolf Dassler, der Geschäftsführer dann von Adidas, hat das Ganze aber weiter nach vorne getrieben. Er hatte, war bekannt als Tüftler und hat ja das Unternehmen dorthin getrieben, dass man ja dieses Wunder von Bern damals begleitet hat. Wie gesagt, 1954 Deutschland als Weltmeister nach dem Weltkrieg und was haben sie für Schuhe getragen? Ja, die von Adidas und das hat ein absoluter Sprung auch für die Bekanntheit der Marke, ein absoluter Sprung auch für dann künftige Absatzzahlen und für die weitere Entwicklung. Man hat dann auch dieses klassische Markenzeichen, ich habe den Schuh gerade eben schon mal gezeigt, hier entwickelt und wirklich weiter vorangetrieben als wirklich klassisches Markenzeichen von Adidas. Man sieht es ja immer noch heutzutage in den Sportanzügen und. Es war also so der erste Innovationssprung. Es hat die Marke grundsätzlich nach vorne getrieben und auch in den nächsten Jahren war insbesondere auch Fußball und der Rasenballsport, wie er dann genannt wurde, ja auch in gewisser Form der Absatztreiber schlechthin für Adidas. Man sieht es hier auch mit ja, dem Kaiser, wie man so gesagt hatte, mit Beckenbauer, der ja Adidas in vielerlei Form auch mitgetragen, begleitet hat und eigentlich so eine der ersten größeren Ikonen war. Man sieht es hier mit dem Sportanzug, dem Trainingsanzug, der die große Innovation von Adidas war und ja, der auch Adidas in diesem Leisure, in dem konventionellen Markt bekannt gemacht hat, weil viele auch angefangen haben, halt den Adidas Trainingsanzug im Alltag zu tragen. Nicht so stark wie heute, aber auch damals gab es das Ganze schon nach dem Sport, vor dem Sport. Die Marke wurde also bekannter. Dann gab es einen Umbruch, muss man sagen. Adolf Dassler ist gestorben 1978. Das Ganze ging an Frau und Sohn. Zu dem Zeitpunkt war man Weltmarktführer. Man hatte einen Umsatz von über 4 Milliarden. Also extrem groß aufgestellt, hat dann aber die nächsten Hypes verpasst. Es gab dann so einen Hype rund ums Thema Fitness, Fitnesskleidung und. Da sind andere Unternehmen auf den Zug aufgesprungen, haben das Ganze besser gemacht. Dann sind auch Mutter und Tochter quasi verstorben und das Ganze blieb so ein bisschen führungslos in der jüngeren Zeit, kann man so sagen. Das Ganze endete dann mit großen Verlustjahren, bis man wieder den Schwung gemacht hat, sich wieder neu aufgestellt hat, neu präsentiert hat, dementsprechend dann das erste Mal sich auch im wirklichen Modemarkt etabliert hat, kann man so sagen. 1992 gab es einen neuen CEO, 1995 dann den Börsengang und wie gesagt, dieses sich immer präsenter auch im Modemarkt zu etablieren, gar nicht so als klassische Sportmarke, sondern als sportlichen Kleidungsstil, hat dazu geführt, dass Adidas wieder an Fahrt aufgenommen hat, hat teilweise Übernahmen getätigt von anderen großen Sportmarken, die auch mit aufgebaut, mit integriert.
und ja, sich wieder einen etwas größeren Namen auch in der Welt gemacht. Exponentiell gewachsen ist das Ganze dann, ich habe es gerade eben schon angesprochen, mit der Kooperation von Adidas und Yeezy, muss man sagen. Yeezy war vorher eine Kooperation zwischen dem Rapper und Nike. Dort hat man aber nicht mehr zusammengefunden. Es gab dann den Wechsel 2016 mit einer neuen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Und das Ganze war eigentlich von Anfang an zum einen ein Erfolg, aber zum anderen auch immer so ein bisschen Zwist zwischen den Unternehmen. Es hat aber dazu geführt, dass ja, Adidas Milliardenumsätze gemacht hat und das Amerika-Geschäft insbesondere wieder deutlich vorangetrieben. Man war in so einer leichten Phase, in der das Unternehmen in der Zeit Traktion verloren hat. Umsätze stagnierten oder gingen leicht zurück. Und plötzlich machte man wieder große Umsatzzahlen, Milliardenumsatzzahlen. Mit dieser Kooperation, letztendlich kann man sagen, sind es einfach Schuhe, die entworfen wurden und Schuhe, die halt einen ganz anderen Stil auch mittragen über Yeezy. Und diese Bekanntheit des Rappers und der Marke über die Produktion und Vertriebskanäle von Adidas, gepaart natürlich auch mit Designideen, die da verschlungen wurden, haben dazu geführt, ja, dass sowohl Yeezy sehr, sehr erfolgreich war, als aber auch Adidas. Also eine Kooperation, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Wer es aber mitbekommen hat, weiß, das Ganze hat darin geendet, dass 2022 ja die beiden wieder getrennt haben. Es gab den Verfall der Aktie, kann man sagen, was damit zu tun hatte, dass man natürlich in großem Stil auch Yeezys produziert hat, die man ja gerade dachte, vielleicht nicht mehr gut verkaufen zu können. Das hat sich jetzt in der jüngsten Zeit wieder etwas verändert. Man hat doch gute Absätze erzielen können. Da kommen wir aber später nochmal zu. Grundsätzlich kann man aber sagen, gab es hunderte Millionen Umsatzeinbrüche dadurch, dass sich die beiden getrennt haben. Es war aber so, dass Adidas diesen Schritt machen wollte und musste, weil es doch große Auseinandersetzungen zwischen dem Rapper Kanye West in diesem Falle und auch dem CEO gegeben hat und auch in dem Fall. Ja, dass antisemitische Aussagen ja, getätigt worden waren, ein bisschen bezogen, wie gesagt, auch auf die Historie von Adidas. Und das hat am Ende zu einer Trennung geführt. Wen das Ganze interessiert, wer sich das nochmal intensiv auch angucken möchte, ich schicke gleich nochmal einen Link rein, wo man wirklich diese Historie mal sich angucken kann zwischen insbesondere dem Rapper und dem Unternehmen. Es zeigt doch ganz gut, wie positiv das aufgenommen wurde. Genau, Kerstin sagt es richtig, das Ganze wurde auch verfilmt, da kann man sich das auch nochmal angucken, ist wirklich eine interessante Geschichte. Jetzt blickt man nach vorne, man möchte quasi das Ganze wieder vorantreiben mit anderen Celebrities. Man hat so ein paar Retro-Stile rausgebracht, es gibt jetzt neue größere Kooperationen, es wird sich zeigen, ob da auch ein ähnliches Momentum erzeugbar ist wie mit Kanye West. Auch bei Nike kennen wir das ja. Auch da gab es mit Jordan ja diesen großen Sprung. Auch da sucht man immer wieder neue Celebrities. Tiger Woods war ja ein großes ja, Geschäft auch für Nike. Also da gilt es quasi so, das nächste Juwel zu finden, denn ja, das sind die Markenträger und das hat tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark die Unternehmen befeuert. Wir gucken mal so ein bisschen auf die Zahlen und dann auch auf die Geschichte, wie es weitergeht. Jetzt in dem Falle auf die letzten Zahlen, die wir von Adidas hier einmal haben, aus dem Q3 2023. Wir haben gleich schon mal so einen kleinen Ausblick auf das ja, auf das Geschäftsjahr, also auf das Q4 2023 und dementsprechend auch auf den Abschluss des Geschäftsjahres. Ich werde einmal ganz kurz genau das Layout wechseln. Man sieht dann hier einmal die Gesamtzahlen. Wir sehen also, wir hatten eine positive Entwicklung, dann den Einbruch und jetzt so langsam wieder auf einem Aufwärtstrend, der sich an wichtigen Marken gerade orientiert. Gucken wir uns gleich nochmal an. Was wir aber sehen, halt der Umsatz bei 6 Milliarden, Gewinn 280 Millionen. Damit ist man ja auf einem deutlichen Abwärtstrend. Der Umsatz ist rückläufig. Probleme sind insbesondere das Geschäft zwischen, ja, oder dieser Geschäftseinbruch zwischen Adidas und Yeezy, was sich immer noch trägt, aber auch Probleme in China. Da ist der Absatz einfach nicht mehr so stark und China ist ja ein großer Wachstumstreiber auch für diese Unternehmen, für etwas luxuriösere Sportartikel, kann man so sagen. Die Margen haben darunter sehr, sehr stark gelitten. Das sehen wir auch in diesem Bild.
Was noch recht positiv ist, ist trotzdem, dass man halt Gewinne macht, dass der Cashflow positiv ist. Aber ja, die Aktie kommt aktuell noch nicht so wirklich in Schwung. Man sieht es hier, 1% bisher im Minus. Heute dürfen es jetzt nach dem Schwung so plus minus null sein. Also ja, es könnte etwas besser laufen. Wenn wir mal auf die einzelnen Regionen blicken des letzten Quartals, kann man sagen, ist insbesondere Nordamerika das Problem. In Europa fängt sich das Geschäft wieder, auch in China gibt es wieder so einen Anstieg. Spannend ist tatsächlich, dass Lateinamerika auch hier wieder ein Wachstumstreiber ist. Wir haben ja schon ein paar Analysen über Lateinamerika auch gemacht, auch im E-Commerce-Bereich. Also hier zeigt sich auch wieder, dass das aktuell immer ein weiterhin starker Wachstumstreiber ist. Wenn wir jetzt auf die Segmentierung der Umsätze gucken, da muss man sagen, ist der Großteil des Umsatzes, das sehen wir hier, 63% kommt aus dem Geschäft im Großhandel. Das heißt, der Geschäft mit in großen Läden, wo man präsent ist, wo man als Marke präsent ist, wo man als ja, Ware vertrieben wird. Das ist immer noch ein sehr, sehr signifikant großer Punkt bei 63%. Und hier sieht man halt auch einen leichten Einbruch, weshalb der Gesamtumsatz auch fällt. Was tatsächlich positiv ist, der D2C-Anteil, der steigt weiter. D2C ist ja so ein bisschen Direct-to-Consumer, also alles, was Adidas selber macht und direkt an den Konsumenten verkauft. Wir haben das bei Nike sehr stark gesehen, dass das zu einem positiven Momentum geführt hat. Auch Adidas setzt darauf, weil es einfach bessere Margen bringt, mehr Flexibilität bringt. Aber an der Stelle ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man auch eine positive Marke hat, mit der sich die Kunden identifizieren können. Man sieht das hier, also das ist alles so der Own-Channel, Own-Retail, Own-E-Commerce, 37%. Und das ist auch der Wachstumstreiber aktuell für Adidas. Und das ist das, wo man in Zukunft auch noch stärker drauf setzen will. Natürlich im Wandel der Digitalisierung, aber auch in der Bekanntheit der Marke. Wenn man sich die Umsatzsegmente ganz generell anguckt, da muss man sagen, steht Adidas immer noch sehr, sehr, sehr stark für Schuhe. Das sehen wir hier, 58% des Umsatzes kommt wirklich vom Schuhmarkt. Da geht es um Klassiker wie mittlerweile Samba oder All-Star. Das sind die ich angesprochen habe, die jetzt gerade wieder ein bisschen an Popularität gewinnen. Es kommt aber natürlich auch aus diesen bekannten Schuhmarken, wie wir es mit Yeezy gesehen haben. Das hat den Umsatz sehr, sehr stark gesteigert. Man muss sagen, in diesem Segment konnte der Umsatz auch weiter gesteigert werden. Das sieht man hier. Und das ist halt das größte Segment und dementsprechend so ein bisschen das Kerngeschäft. Man hat da viele, viele Hersteller, die aber in letzter Zeit auch sehr, sehr stark mit steigenden Kosten zu kämpfen hatten. Wo man so ein bisschen schwächelt, ist dann der Apparel- und der Accessory-Markt. Also alles, was so ein bisschen Bekleidung ist und alles, was um Fitnessgeräte, Sonnenbrillen und im Accessory-Markt steckt. Da muss man sagen, es sind deutlich kleinere Segmente. Aber auch Segmente, die in der letzten Zeit halt ja, für Bekanntheit gesorgt haben, insbesondere so ein bisschen der Socken- und Schuhmarkt ist natürlich ein Markt, der sehr, sehr bekannt ist, wo man seine Marke auch sehr, sehr gut weiter transportieren kann. Trainingsanzüge habe ich gerade eben angesprochen. Das sind so die beiden Märkte und wenn wir jetzt auf das letzte Jahr blicken, dann sehen wir auch ganz genau, wo so ein bisschen die Probleme nämlich herkommen. Also der Gesamtumsatz, der geht zurück, aber auch die Margen, die leiden. Das heißt, der Gross Profit, die Bruttomarge geht auch zurück und das schlägt sich am Ende so ein bisschen hier runter mit bis zum operativen Profit, der ja natürlich auch dann unter den Margen leidet, aber auch so ein bisschen unter den ein oder anderen Extraordinary Items, also den ein oder anderen Besonderheiten. Was wir aber gesehen haben, ist halt, ja, dass auch das Net Income sich verändert hat und dementsprechend aber hier jetzt der Besonderheit mal zum Positiven, also hier hatte man positivere Erwartungen, da war so ein bisschen der Boden durchlaufen und das liegt insbesondere an diesen Abschreibungen, die ich auch angesprochen habe, was die Yeezy-Sparte betrifft. Man hat fast gedacht, man könnte die Schuhe mehr oder weniger nicht mehr vertreiben, hunderte Millionen quasi von Umsätzen fast vernichtet. Das hat sich aber gezeigt, hat deutlich besser geklappt, als man gedacht hat. Und das sind auch die Besonderheiten, die sich am Ende hier im Net Income widerspiegeln. Bevor wir auf die letzten vorläufigen Halbjahreszahlen gucken, noch ein kurzer Blick auf die Dividendenhistorie von Adidas. Denn ja, wir wissen ja, Dividenden sind immer wieder ein Thema und in den letzten Jahren hat man eigentlich einen sehr, sehr schönen Anstieg auch der Dividende gesehen. Also wenn der Trend so weitergegangen wäre, hätte man sagen können, wären wir in einem Segment, wo es auch für einen Wachstums- oder ein Dividendenwachstumsdepot interessant sein könnte. Wir haben aber hier halt zwei Besonderheiten gesehen. Wir haben zum einen das Corona-Jahr gesehen oder die Corona-Jahre und dann in Kombination mit dieser Trennung auch von Kanye West und diese
Disbalance zu den Yeezys. Also man hatte zwar hier nochmal eine etwas höhere Dividenden gezahlt, man sieht aber, aktuell liegt der Fokus woanders, der liegt im Geschäftsausbau und nicht mehr darin, wie die Dividenden gezahlt werden. Wir sind aktuell nur noch bei 0,4% Dividendenrendite, also als klassisches Dividendenunternehmen aktuell nicht mehr wirklich relevant. Das kann sich in Zukunft aber natürlich noch ändern. Wenn man jetzt mal darauf guckt, okay, wie hat sich das Ganze wirklich in Zahlen entwickelt und wie hat sich es im gesamten Geschäftsjahr auch entwickelt, dann sieht man ja das große Problem, dass man wirklich großes Inventar hatte, was in den Lagerhäusern war, was nicht wirklich abverkauft werden konnte. Das löst sich so langsam. Man hat zwar einerseits mit Rabatten werben müssen, das heißt, man hat nicht die Gewinne erzielen können, die man sich vielleicht vorgestellt hat. Man hat aber auch hier gesehen, dass diese großen Inventare halt zurückgehen und das ist grundsätzlich ein positiver Trend und man sieht es hier insbesondere auch in diesem Yeezy-Bereich, das heißt dieser schraffierte Bereich hat dazu geführt, dass ja doch Abverkäufe stattgefunden haben und man eben nicht auf diesen ganzen großen Beständen ja, sitzen geblieben ist und dieser Trend scheint sich etwas weiter fortzusetzen. Und das hat dazu geführt, dass sich die aktuelle Geschäftsjahreslage wieder ein bisschen verbessert hat. Also wir sehen es hier vom Geschäftsjahr 2022 zum Geschäftsjahr 2023. Der Umsatz hat sich, das haben wir ja schon gesehen, auch hier leicht verschlechtert. Wir sehen, haben aber grundsätzlich wieder eine etwas leicht positivere Entwicklung der Margen. Und wir haben halt auch hier wieder eine etwas positivere Entwicklung tatsächlich des Operating Profits. Hier könnte man sagen, okay, es ist doch negativ geworden, ja, aber der letzte Ausblick des Unternehmens, der war deutlich, deutlich negativer und das zeigt sich insbesondere in dieser Folie. Wenn man die mal ganz kurz wirken lässt, dann sieht man, okay, das war ursprünglich das, was das Unternehmen erwartet hat. Das war quasi die Guidance. Da hat man gesehen, okay, wir haben erwartet, dass der Umsatz in einem höheren einstelligen Bereich zurückgeht. Wir haben erwartet, dass wir einen operativen Gewinn von minus 700 Millionen Euro erzielen. Also sehr negativ. Das hat sich dann im Juli nach einem halben Jahr schon gebessert. Wir haben dort gesehen, dass Abverkäufe doch besser funktioniert haben. Da hat man nur noch damit gerechnet, dass die Umsätze ja im mittleren quasi Bereich sinken und nur noch minus 450 Millionen Euro an Verlust erzielen wird. Auch das natürlich noch negativ. Jetzt hat man hier die letzte gehabt vom 17. Oktober. Man rechnet nur noch mit ganz geringem Umsatzrückgang. Man rechnet sogar, dass man ja hier nur noch minus 100 Millionen Euro an Gewinn oder an operativen Verlust macht. Und jetzt muss man sagen, das sind jetzt die aktuellen vorläufigen Geschäftsjahr für das Jahr 2023, die schon bereits rausgekommen sind. Und da sieht man, okay, man rechnet damit, dass sich eigentlich nichts verändert. Also man ist von einem hohen Rückgang, hat man sich leicht gebessert zu einem ja, Plus-Minus-Null-Spiel. Und man rechnet sogar mit diesen 270 Millionen Euro Gewinn, die ich gerade eben gezeigt habe. Und deswegen sieht man auch einen positiveren Effekt. Und das Ganze kommt halt sehr, sehr stark aus diesen Effekten, die man hier einmal in einer Reihe sieht. Das heißt, eine Verbesserung von diesen Yeezy-Verkäufen, die immer hier auszusehen ist, die doch nicht so schlimm sind wie erwartet. Also hier sieht man diese minus 700 Millionen. Dann gibt es die Yeezy-Verkäufe. Das heißt, die wurden verkauft. Sie wurden als weniger schlimm eingeschätzt. Und das zieht sich eigentlich hier so durch und dann ab. Ja, Ende des letzten Quartals hat man auch mit einem generellen besseren Geschäftsentwicklung gerechnet oder sie auch dann gesehen, was dann in der Kumulation dazu geführt hat, dass wir diesen leichten Gewinn hier sehen. Jetzt muss man an der Stelle eine Sache sich ganz, ganz deutlich angucken und das ist auch das Problem, warum die Aktie, wenn man jetzt trotzdem eigentlich diese positive Geschäftsentwicklung sieht, noch nicht so richtig aus dem Knick gekommen ist. Und zwar gehe ich nochmal ganz kurz zurück auf diese Folie und hier sieht man unten eine Kleinigkeit, die aber sehr, sehr wichtig ist und hier steht zwar Currency Neutral. Das bedeutet, es ist quasi mit einem, die Währungseffekte wurden hier vollständig herausgerechnet. Und diese Währungseffekte sind tatsächlich aber sehr, sehr signifikant. Wir sehen es hier nochmal in dieser Aufspaltung, wie sich das Ganze wirklich entwickelt hat. Also hier im Umsatz, in dieser Umsatzentwicklung, die Net Sales, also quasi der Nettoumsatz und dann immer mit den Veränderungen, die wir gerade eben in dieser etwas leichteren Schräge etwas genauer gesehen haben. Und jetzt sehen wir aber hier, okay, das wäre wirklich die Entwicklung für das Fiscal Year 2024, so wie es quasi
sich entwickeln würde. Und jetzt sehen wir aber hier einen ganz, ganz starken Drop nach unten. Und das ist der FX-Impact, also der Impact, den das Währungsgeschäft hat. Und der ist wirklich signifikant. Wir sehen hier einen ganz tiefen Fall. Und das wird noch konkreter, wenn man wirklich auf den Ausblick jetzt auch für dieses Jahr schaut. Denn da wird nämlich genau damit gerechnet, dass man einen sehr, sehr großen Gegenwind sieht aus diesem Währungsgeschäft. Und da muss man sagen, ist man in einem Segment, was man nicht so erwartet hat, auch am Markt. Wir haben zwar eine positive Geschäftsentwicklung und man rechnet hier auch wieder mit einem positiven Operating Profit. Wir haben ja gerade diese 270 gesehen, jetzt hier auf 500 Millionen, also eine Verdopplung, was grundsätzlich positiv ist. Allerdings halt mit immer diesem Hintergrund, dass man signifikanten Umsatz oder Währungsgegenwind hatte in der Vergangenheit, auch in Zukunft hat. Und da muss man sich an der Stelle halt immer fragen, warum wird das Ganze nicht besser oder aktiver gemanagt? Es gibt durchaus auch Vehikel, das zu tun. Scheinbar ist man da anders eingestellt gewesen bei dem Unternehmen. Eventuell ändert sich das noch und man wird da doch noch aktiv, aber dieser Significant FX Headwind, der schlägt doch sehr, sehr stark zu Buche. Und es kommt halt insbesondere daher, dass wir aus Deutschland in vielen, vielen Ländern aktiv sind, viel Währungsgeschäfte haben und die dementsprechend auch irgendwie absichern müssen oder halt sonst dem Risiko des doch dann relativ starken Euros im Verhältnis zu zumindest einigen anderen Währungen entgegenstehen. Wir haben was Ähnliches bei Nike gesehen, der US-Dollar ist ja nochmal ein bisschen stärker, kommt alles durch die erhöhten Zinsen, aber an der Stelle muss man ganz klar sagen, ist so ein Part natürlich insbesondere ausschlaggebend dafür, dass man ja nicht so wirklich wieder in ein positives Momentum bisher gerückt ist. Das kann man sich auch am Ende in der Pro- und Contra-Liste einmal angucken. Ich mache sie hier auf. Ihr könnt sie später nochmal kurz ansehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, nochmal ganz kurz rüber gehen in einmal das Chartbild. Ich habe es ja am Anfang angekündigt. Man sieht hier nämlich hier wirklich ganz, ganz spannende Muster. Man sieht diesen Rückgang hier um 75% seit dem Hoch im Juli 2021. Die Gründe dafür haben wir jetzt so ein bisschen erläutert. Wir sehen jetzt diesen Tiefpunkt, insbesondere die Guidance passt ziemlich genau zu diesem Tiefpunkt, den wir gerade eben gesehen haben, um den 17. Oktober. Das war so der Punkt, wo man gesagt hat, man setzt auf dem Tief auf, man glaubt an wieder positivere Entwicklungen. Es zeigt deutlich nach oben, man ist in diesen Strahl gekommen und ja, man hat dann hier diese, man nennt es so ein bisschen kurviger Bottom, könnte man so ein bisschen übersetzen. Und dieses Muster spricht halt eigentlich für eine langsame Trendumkehr, die sich dann auch hier ausgebildet hat. Und jetzt muss man sagen, ist man hier an so einer Stelle, ja, wo insbesondere drei Faktoren mit reinspielen. Wir haben diesen Widerstand, den wir hier oben sehen, als im 200er Durchschnitt, jetzt in der 200er Wochendurchschnitt, den wir hier sehen. Wir sehen dann eine Unterstützung bzw. einen Widerstand. Ich muss ihn so ein bisschen justieren aus dieser Zeit. Der ist nämlich hier gerade ein Stück verrutscht, so ungefähr auf diese Höhe. So bei diesen 182, das ist das, wo wir quasi gerade so ein bisschen dran kämpfen oder jetzt auch leicht drüber sind. Und dann sieht man ja dann wieder einen sehr, sehr starken Widerstand hier oben, ja bei diesen 215, 217 an der Stelle. Und da sieht man halt, okay, wir haben eine starke Unterstützung, an der wir gerade sind, wenn wir sie dann wirklich nachhaltig durchbrechen und dann einen 20% Gap bis zum nächsten Widerstand. Der ist dann wiederum sehr signifikant, weil wir halt so einen doppelten Widerstand hier haben. Viele Faktoren sprechen aber gerade eher für eine Erholung. Also hier könnte man sich das Ganze nochmal wirklich konkret angucken, denn das Risiko weit zu fallen ist, wenn dieser Widerstand hier einmal wirklich nachhaltig durchbrochen ist und als Unterstützung dienen kann, prinzipiell relativ gering. Wenn man wirklich das Corona-Tief auch mal nochmal nimmt, dann wird es nochmal so ein bisschen deutlicher. Auch das kann man nämlich schön als nochmal weitere Unterstützung sehen. Dann sieht man, hat man ungefähr so 35% bis zu dieser Ecke, also auch wenn da ja so ein bisschen Potenzial zu sehen ist, auch aus fundamentaler Sicht, sollte man sich die Aktie hier zumindest nochmal genauer ansehen. Auch der RSI ist in einem neutralen Bereich, also er deutet jetzt nicht darauf hin, dass man hier zu heiß gelaufen ist oder ähnliches. Man sieht ja auch, die Bewegung ist doch sehr schön wellenförmig und es zeigt sich eigentlich ein relativ sauberer Trend.
Tatjana fragt noch ganz kurz, kann ich noch was zu Palo Alto sagen? Ja, gerne. Lass uns kurz, Adi, das abschließen, denn damit sind wir hier auch am Ende. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne noch mal so ein bisschen die Pro- und Contra-Liste anschauen. Wir werden ja, uns insbesondere morgen noch mal mit dem Unternehmen Sportartikelhersteller genauer beschäftigen. Wir werden Nike, Puma, Adidas oder auch On oder Lululemon, die neuen aufkommenden, hier wirklich in einen Kontext setzen. Wir werden sie bewerten nach unseren Bewertungsmodellen. Sie werden sie quasi einmal durch die Analyse-Software schleusen und dann das Ganze qualitative nochmal auswerten. Das wird morgen passieren um 15.45 Uhr live bei uns. Nächste Woche geben wir dann nochmal Einblicke in unser Investmentmodell, wie funktioniert das Ganze, und wir geben Einblicke in unsere aktuell laufenden Depots. Und natürlich, ihr habt wieder am Dienstag auch Markt-Roundup mit Marktüberblick, Quartalszahlen und Handelschancen. Ganz kurz zu sagen zu Palo Alto, wenn wir die 2 Minuten noch haben, kann man nämlich sehen, dass bei Palo Alto es ja einen deutlichen Abverkauf gab. Ich zeige es mal ganz kurz. Die Quartalszahlen kamen raus, ich glaube gestern oder vorgestern Abend, und man hat diesen Abverkauf insbesondere sehr, sehr stark gestern gesehen, im Tageschart, dieses Gap, was wir hier ausgemacht haben. 25% ging es nach unten, man ist aufgesetzt auf dieser 200-Tageslinie, die am Ende den Widerstand gezeigt hat, sogar 28%. Wir haben uns dann wieder, ja, eigentlich nicht wirklich erholt bisher. Wir sind, wie gesagt, an dieser Widerstandslinie oder Unterstützungslinie in dem Fall dann hängen geblieben. Man muss grundsätzlich sagen, hatten wir ein sehr, sehr positives Momentum. Also auch wenn das jetzt erstmal hart klingt, sind wir in diesem Jahr noch immer über 50% im Plus. Und das zeigt sich tatsächlich auch in den letzten Wochen. Also ein sehr, sehr positives Momentum, das man hier im Chart sehen kann. Wir haben eine Analyse gemacht, weil zu den Cybersecurity-Unternehmen ganz generell, insbesondere auch mit dem großen Konkurrenten CrowdStrike, man kann sich das Ganze gerne nochmal bei uns anschauen, auch im Clubbereich, in den Analysen. Grundsätzlich muss man sagen, ist Cybersecurity natürlich immer ein sehr, sehr gefragtes Thema. Die Zahlen von Palo Alto waren aber nicht schlecht. Es ging hier insbesondere um den Ausblick. Das ist das, was ich jetzt mal ganz kurz dazu sagen kann. Wir können uns das Ganze nächste Woche im Market Roundup nochmal angucken, und wer es nicht aushalten kann, bis dahin gerne die Analyse im Clubbereich anschauen. Ich verabschiede mich an der Stelle und wünsche euch einen guten Start in den restlichen Handelstag. Bis dahin.